verbotene Liebesstar, Jo Weil. Richtig guten Sex gibt's laut Umfrage in Spanien. Hier sollen die besten Liebhaber der Welt zu Hause sein. Und auch beim Höhepunkt sind Spanier top. Weiter nördlich gibt's das längste Vorspiel. 17 Minuten 44 lassen sich die Engländer Zeit. Fast 2 Minuten mehr als der weltweite Durchschnitt. Joe, bist du irgendwo irgendwas? Ich bin eigentlich deutsch, ich habe aber gerade beschlossen, dass ich Spanier bin und sehr gut Englisch spreche. Ja, genau. Und Alena, was übt auf Kultregisseur Quentin Tarantino nach eigenen Angaben einen starken erotischen Reiz aus? A. Lack und Leder. B. Kalter Kaffee. C. Fesselspiele. Oder D. Nackte Füße. Moment, es führt eine Frau. Ich kann dir jetzt noch nicht sagen, was das ist. Was könntest du sagen? Ja, ich habe dir so oft geholfen. Also. Hey, hey, ja. Hey, hey, was geht da ab? Ja. Yo, was geht denn da? Ist ja widerlich. Ja, ich muss mal diesen einen Autofilm gucken. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. From Dusk Till Dawn? Nee, es gibt mit Kurt Russell und drei Frauen, die mit dem Auto durchs Land fahren. Und da sieht man den Fetisch permanent. Die trinken alle Kaffee. Genau. Oder so. Immer aus Takeaway-Bechern. Ja, genau. So. Gehen Sie da dann steuern. Wir haben ja jetzt schon eine Menge über Sex gesprochen. Ich möchte jetzt mit irgendjemandem von euch gerne über Sex sprechen. Aber Monika, bei dir, du hast ja schon das meiste der Bild erzählt. Von dir, Dirk, weiß ich eigentlich alles, was so? Ich wissen möchte. Ja, Giovanni ist Italiener, der übertreibt sowieso immer beim Sex. Genau. Die Alena, die macht eh nichts, wovon man dick werden kann. Also von daher bleibt dann auch der Jo, ne? Weil Jo, dann weil eigentlich mit mir über Sex. Genau. So, erzähl mir doch mal ein bisschen was über dein Sex. Leben. Was für ein Frühzünder? Hattest du früh Sex, spät? Gar nicht so. Ich glaube, ich war im gesunden Mittelfeld damals. Und ich hatte mein erstes Mal mit 18. Oh, also, okay. Ich auch. Weil ich es nicht überstürzen wollte damals und tatsächlich gewartet habe, bis alles passte. Und das war mit 18, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist es cool und das war es dann auch. Mit Mann oder Frau? Was denkst du? Mit einer Frau. Und ob das stimmt, sage ich dir später. Okay. Und jetzt freue ich mich auch auf die Auflösung. Gut. Also, jetzt frage ich aber erstmal meine Promis. Wie fühlt ihr euch so? Habt ihr, Joe, hast du alles gewusst? Ihr habt dann hinterher irgendwie, habt ihr so ein paar Raten? Nee, das haben wir zwischendurch mal ganz kurz probiert, haben es aber ganz gleich wieder gelassen. Das war nicht so erfolgreich. Nee, ich habe mich hier größtenteils wirklich durchraten müssen. Aha. Aber es hat auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Was ist der Balkon, den man als angeblichen Bestandteil der Tragödie von Romeo und Julia in Verona bewundern kann? In Wahrheit. Jo. Ich habe auf die Pferdekutsche getippt, weil ich dachte, das ist das Einzige, wo man oben stehen kann und so ein bisschen dramatisch nach oben sprechen als Romeo. Deswegen war das für mich die Pferdekutsche. Es ging eigentlich darum, dass da ein Balkon ist. Der Balkon wäre dann die Pferdekutsche. Ja, nee, und das dachte ich. Julia steht auf der Kutsche oben drauf. Ach so. Und Romeo steht unter der Kutsche und spricht zu ihr nach oben. Das war das Einzige, was für mich Sinn machte. Ja. Da kann ich so eine blöde Erklärung eigentlich. Und die steht da noch. Das ist falsch. Schade. Oh, Dirk. Diese Kategorie hat einer von euch komplett richtig beantwortet. Richtig. Und das ist der Joe gewesen. Jawohl. Alle richtig. Und mir fehlt ja noch eine richtige Antwort von dir. Das stimmt. Ja, ja, jetzt auch. Nein, du lagst vollkommen richtig. Ja? Ja. Auch jetzt. Na, also, mit einer Frau. Jawohl. Genau. Juhu. Dann wissen wir das auch mal. Da waren wir jetzt gerade bei der Promi-Liebe und das übt auf Kultregisseur Quentin Tarantino nach eigenen Angaben einen starken erotischen Reiz aus. Lack und Leder, kalter Kaffee, Fesselspiele oder nackte Füße. Und das wusstest du, Jung. Also ich behaupte nackte Füße, weil es eben diesen einen Film gibt, in dem man minutenlang nackte Füße in Autofenstern liegen sieht. Was guckst du dir für Filme an? Nackte Füße ist richtig. In Kill Bill ist es genau so. Uma Thurman hat wirklich stundenlang nackte Füße in Kill Bill. Die hat so große Füße auch. Die hat sehr große Vom Dusk Till Dawn kriegt er ja schön die Getränkeladung. Ja. Mit dem Fuß von Selma Hayek. Füße findet ihr schon? Füße? Toll. Nee. Eher Fußphobiger sogar. Ich finde Füße ganz eklig. Ja. Füße sind so das für mich das ekligste Körperteil am Menschen. Okay. Ja, stehe ich überhaupt nicht drauf.
Ja, liegt der Mann beim Sex hinter der Frau, dann nennt man diese Stellung A. Messerchen oder B. Gäbelchen oder C. Löffelchen oder D. Schärchen. Jo. Das ist das Löffelchen. Genau, C. die Löffelchenstellung. Wahnsinn, oder? Sex-Experte. Das ist Wahnsinn, echt, ich bin Experte. Ja, nicht nur im Bestsellerroman Die Wanderhure, sondern auch im Mittelalter bezeichnete man Prostituierte umgangssprachlich als Hübschlerinnen, Schönellen, Adretten oder Attraktivistinnen. Das ist vor denen hätte man bestimmt Angst. So. Bist du eine Attraktivistin? Oh, so. Joe, was denkst du denn? Ich meine, ich habe den Film gesehen und ich glaube, die haben von den Hübschlerinnen gesprochen. Ich bin mir aber nicht sicher. Kannst du aber sein. A, Hübschlerinnen. Das ja. ist richtig. Hübschlerinnen, ja. Letzte Frage in dieser Kategorie. Und das war übrigens auch die schwerste Frage des gesamten Testes. Also das haben die wenigsten hier richtig beantwortet. Welche Stadt erhebt als bisher einzige Kommune in Deutschland seit 2004 eine Steuer auf die gezielte Einräumung der Gelegenheit zur sexuellen Vergnügungen, zu sexuellen Vergnügungen in Bars, Sauna, FKK und Swingerclubs oder Kraftfahrzeugen? Ist das etwa Bremen, Hamburg, Köln oder Sittensen? Und der Einzige, der das richtig aus dem Promi-Panel beantwortet hat, ist der Jo. Mann, Jo. Wow, ja, Leute. Und was hast du geantwortet? Ich habe Köln gesagt, weil ich in Köln schon so oft Strafzettel zahlen musste, dass ich dachte, wer so viel Strafzettel ausstellt, der stellt auch eine Steuer auf sowas aus. B, Köln ist richtig. Nein, du hast falsch parken. Ja, ist klar. Ich, dann echt, hast du es in Köln versucht, hat man Geld getan und musstest dann die Steuern nachzahlen? Aber das ist auch, ich was ist geschaut. Das bringt mittlerweile 750.000 Euro jährlich ein, diese Steuer. Die wurde von Jo so affen- und rasend schnell beantwortet. Innerhalb von 0,4 Sekunden hat er gedrückt, aber wir wissen nicht, war es das Richtige. Den größten Penis im Tierreich hat mit über 2 Metern Länge der afrikanische Elefant, der Blauwal, der Stachelrochen oder gar der Braunbär. Und was hast du innerhalb von 0,4 Sekunden gedrückt? Ich habe Blauwal getippt, weil die anderen Tiere sonst nur aus Penis bestehen würden. Und der Blauwal ist richtig. Ja, die sind alle so kompakt. Letzte Antwort. Welche Vogelart ist mit einem im wahrsten Sinne akrobatischen Akt als einzige in der Lage, sich in der Luft zu paaren? Der Steinadler oder der Mauersegler oder vielleicht der Eisvogel oder der Storch? Den Storch stelle ich mir an dieser Stelle nicht so besonders dolle vor. Aber lustig. Aber lustig. Jo, was sagst du? Ich dachte, der Mauersegler, weil die ja so im Sturzflug fliegen und dann vielleicht dabei noch schnell sich begatten. Ja, das erschien mir am logischsten bei der Auswahl. Die Erklärung ist vielleicht nicht ganz so richtig, aber die Antwort ist richtig, B, der Mauersegler. Ich glaube, du hast gewonnen. Aber... Okay, lass uns schon mal verbinden. So, da haben wir schon mal ein neues Pärchen gefunden. Jawohl. Jetzt kommen wir zum nächsten Pärchen. Derjenige, der gewonnen hat, hat 29 Fragen richtig beantwortet. Und Platz Nummer 1. Teilen sich beide, Alena und Jo. So, das kommt zu mir. Cool. Dankeschön, Mandy. Yeah. Ja. Für beide gibt es erstmal für die Dame. Genau. Kommt hier zu mir, einer rechts, einer links. Ja. Kommt hier. Ach, das ist toll. Das ist cool. Ich trinke keinen Alkohol. Alkohol, aber die Flasche ist schön. Die ist total die schön. Die gebe ich trotzdem nicht her. Und vor allen Dingen ist jetzt interessant, hat denn der Studiokandidat, hat er noch mehr gewusst als ihr? Nicht nur unter, auch über der Gürtellinie sozusagen theoretisches Wissen. Wo ist denn der Mickey? Ach da, du noch. Musst ja jetzt, bitteschön, genau, ja, den Studiokandidaten küren. Der Studio. Johannes, Glückwunsch. Kommen Sie doch. Ja, bitte. Ja, ja, genau. Glückwunsch. Genau. Natürlich, das ist ja... So ein liebes Gott. So, an dieser Stelle möchte ich mich natürlich ganz herzlich bedanken. Bei dir, Jo, bei dir, Kraft, bei Monika, bei Giovanni Zanella, natürlich auch bei der Alena, bei Erika Berger, bei meinem Nick.
Peace. Und bei euch allen hier. Vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Zusehen. Wir sehen uns sicherlich bei dem nächsten Nationentest wieder. Da sind Sie auch wieder dabei. Und dann sagen wir einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.